Okay, zurück für Runde 1. Nach all dem Geschwafel von einer guten Mana-Base hocke ich jetzt hier mit dieser Hand. Wenn ich das Grüne ziehe, ist die Hand gut. Sonst nicht. Ich glaube, ich muss nicht riskieren. Auch mit den neuen Mulligan-Regeln finde ich, Mulligan hat man wirklich öfters auch on the draw gegen andere Mulligan. Finde ich jetzt eigentlich klare Mulligan. Ja. Schön habe ich noch den Mountain, da sage ich nur. Es wird nicht wirklich besser. Dadurch, dass wir den 7 Drop haben und schon eine andere teure Karte, werde ich jetzt das noch einmal mulligen. Das muss ich, glaube ich, auch noch einmal mulligen. Und das gebe ich. Voller Freude natürlich. Weil Mulligan auf 4 ist immer glatt. Jetzt, was noch zu sagen gibt zu Mulligan auf 4. Wenn ich Mulligan auf 4 mache, bin ich tatsächlich auf der Seite von sehr greedy, so Sachen zu keepen. Weil ich glaube, es ist nur realistisch, so Spiel wirklich zu gewinnen, wenn man etwas für die Anzahl Karten powerful macht. Was die Karte jetzt macht für uns, ist, wir können potenziell die Island ziehen. Nach dem Gnarlid oder eine blaue Karte. Wenn wir die Island ziehen, was sehr unrealistisch ist, hätte man die Nutzkurve. Ich glaube so vielleicht, dass die gute Karte muss oben drauf lassen und hoffe, ich komme dorthin. Ist auch eine relativ schnelle Karte. Und mit 4 Karten und so wenig Ressourcen. Ja, ich meine, die Argumentation für ein Land verstehe ich. Dass man dann die Karte nachher casten kann, aber ich bin da jetzt halt ein bisschen gierig. Schwarz-Rot. Sicher nicht allzu gut für uns. Mal schauen. Wir haben relativ gut Schwarz-Pest. Okay. Ich glaube, ich trade hier 3 für 2. Wenn wir mit dieser Hand Island ziehen, muss ich sagen, ist es doch noch realistisch zu gewinnen. Weil wir dann doch einen 3-3-Flügel und ein potenzielles Mind Control machen. Forest ist okay, da können wir immerhin den anderen Jotti legen da. Wenn wir jetzt einen Fixer oder eine Insel ziehen oder auch noch schon das Evolving Wilds, denke ich, sind wir gar nicht so schlecht dabei. Je nachdem, was er jetzt natürlich noch legt und wie viel Removal und Gas er noch hat. Es sieht aber aus, als ob, er sieht aber aus, als ob er nicht allzu viel sinnvoll macht und wahrscheinlich ein Land Heavy Hand gekeept hat, wahrscheinlich auch noch einiges nachgezogen hat. Evolving Wild ist sehr ein guter Draw. Jetzt gibt es ein Argument für um Turn Against umzuspielen. Was passiert bei Turn Against? Ich meine, entweder, also sehr wahrscheinlich wird er dann den Gnarli nehmen und ihn Doppelblock. Das wird uns übrig lassen mit diesen zwei Handkarten. Was ich immer noch glaube, ist realistisch ein Spiel zu gewinnen. Angriff nur mit dem Gnarlid ist eine Option. Dann kann er uns auch ihn übernehmen und den Gnarlid blocken. Ich glaube, das mache ich in dem Spot. Weil ich es unnötig finde, ihn hier zu verlieren. Der Gnarlid verliert auch gewisse Value im Late Game. Und er gegen eine Stone Fury auch würde sterben, glaube ich. Nehmen wir uns nicht viel im Angriff. Hier Hollis, weil ich einfach die Island im nächsten Zug will haben. Wir verschenken zwar hier einen Trigger.
Aber ich glaube es gleich, dass wir jetzt hier einfach aufs Board kommen. Ist nicht schlecht, solange er nichts macht. Okay, wenn er jetzt so lang. Ich meine, man kann es natürlich auch so überlegen, wenn er das Turn Against nicht hat, glaube ich, sind wir sowieso in einem guten Spot. Und jetzt im nächsten Zug können wir potenziell sein Mindless 0 wegnehmen und dann angreifen, dann stirbt er nicht. Okay, er hat es tatsächlich gehabt, hat jetzt aber nicht gewartet, hier noch auf ein zusätzliches Land, was dumm ist. Aber sicher froh, wie wir das gespielt haben. Wenn jetzt Spawns bin, das kommt, naja, blöd gelaufen. Es kommt, okay. Ist immerhin ein 2x2 Trade. Pilgrims Eye. Ist jetzt die Frage, ob wir hier noch eins grösser wollen. Ich glaube schon, weil so wirklich Stress haben wir auch nicht. Wir hätten jetzt auch hier noch als 3-3 legen, aber ich glaube, ich will ihn tatsächlich als 4-4 draussen haben. Dann haben wir mit dem Pilgrims Eye zusammen eine 2-Zug-Lock. Und wenn er etwas Lightwave stört, können wir das auch einfach übernehmen. Ja, gut, okay. Möchten wir jetzt auch? Jetzt, ich glaube sogar, dass man hier abtradet. Einfach weil unsere Hand genug gut ist. Okay, er greift nicht an. Ich bin glaube ich nicht bewusst, dass der nur von zwei geblockt werden kann. Hier spiele ich jetzt nicht noch eins um ein weiteres Turn against ihn. Wenn er es hätte, hätte er es. Ich habe nur eins gesehen und es ist doch immerhin ein Uncommon. Plus, er hat, glaube ich, es gäbe 6. Gut, jetzt ein Zorn in diesen Farben gibt es auch nicht wirklich. Ausser halt der, der 2, 3 und 4 schießt, ist ein 7 drauf, das muss ein Land ziehen. Wäre zwar ehrlich gesagt das Argument, sie nicht zu legen, aber ja, gut. Mit Mulligan auf 4 gewinnen ist immer befriedigend. Ich glaube, es war auch cool, wie wir es ums Turn Against herumgekommen sind. Und der hat sich auch relativ powerful angefühlt. Ist natürlich einfach zu sagen, wenn man zwei Mind Control zieht, plus im Sinn da ist auch einfach wirklich nicht gut gewesen. Boarden gegen ihn. Ein Argument ist der Blisterpot, weil sie doch ein paar zwei Einer haben, nicht wirklich viel. Er gibt halt auch zusätzlich noch Zeit. Was man raus würde nehmen, ist Infused Elements. Weil es einfach ein teurer Trick ist. Es ist gegen die Hard Removal, die er hat, nicht gut, wie auch gegen das Turn Against. Ich glaube, ich mache das jetzt. Ich nehme an, ich habe genug Main Deck, genug Late Game gegen ihn. Zwar alternativ lacht mich gerade er noch an, wo mir mein zweiter Überleg eigentlich noch besser gefällt. Könnte sogar sein, dass er die bessere Main Deck Karte ist, wie sein Fuse mit dem, wo wir haben. Ja, ich will aber das vor allem mal ausprobieren. Es ist Early im Format und wir haben Zugriff auf bis zu 5 Farben. Darum glaube ich, dass kann es eine sehr powerful Karte sein. Dieses Spell wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen, aber. Okay, das ist wieder ein Mulligan. Das ist ein ziemlich klarer Keep. Ich glaube, wir schauen hier für Early Games, für Early Game Karten. Wir haben mit Painful Truth und mit ihm, glaube ich, genug Late Game. Und wenn hier meine Möglichkeit aus Evolving Wild suche, ich tue die weißen Karten runter. Liegt auch jetzt daran, dass ich nicht genau weiß, wie aggressiv er ist. Okay, ja, jetzt holen wir eigentlich hier gerade die Inseln.
Optimal macht man die Sinnzug, ist mir klar, aber ich bin ein Freund von F6 hämmern. Jetzt gibt es mal einen gehörigen Regenbogen. Okay, das ist nicht so gut für uns. Das auch nicht. Dass wir jetzt halt Leute, ich meine, das Lose 3 wird jetzt auch recht einschenken. Ich hoffe, wir können nachher noch stabilisieren. Das Mind Control wird helfen. Aber ich denke, das könnte knapp werden. Wenn er jetzt Docker Play hat, wäre es göttlich. Wenn er 3-Drop hat, dann müssen wir doch relativ gut nachziehen. Das ist genau vor dem, wo ich Angst hatte, ehrlich gesagt. Länder hilft auch nicht. Er hat jetzt auch schon 2 zugelockt dort hinten. Das ist okay. Ich meine, er kann potenziell stabilisieren, aber ich nehme nicht an, er hat nichts mehr auf der Hand. Sind wir auch schon fast tot. Haben glaube ich gar kein Out mehr. Zeigt dem da auch nichts mehr. Und geht einfach ein. Ja. Das ist jetzt schnell gegangen. In dem Spot der Karte war sicher nicht gut gewesen. Zweifelt mir jetzt auch gerade, lässt mich auch daran zweifeln, ob man ihn drin lassen. Ich glaube es, aber on the play ist er immer noch genug gut fürs Deck. Was man sich können überlegen konnte, ist eigentlich für weniger Leben jetzt den Card Draw zu machen. Das habe ich gar nicht erwähnt, aber nein, ist es vielleicht möglich gewesen? Ich weiß gar nicht, ob es möglich ist. Ich glaube es aber gleich, dass wir den Trick draussen lassen. Ihn, glaube ich, können wir on the play auch darauf verzichten. Ja, ich glaube die Konfigurierung gefällt mir so. Allgemein zum Draft ist mir bewusst, dass es weniger unterhaltsam ist, weil ich einfach versuche, jetzt früh im Format so viele Informationen wie möglich euch weiterzugeben, damit ihr könnt erfolgreich draften könnt oder einfach die Sachen, die ich glaube, sind richtig euch zu sagen. Läuft auch relativ gut momentan, auch wieder in diesem Format. Jetzt bei den Pre-Releases hat es am Anfang ein bisschen gehockt, aber nach einer Zeit bin ich reingekommen und jetzt eigentlich die Results recht gut. Zum GP zu sagen geht, dass ich mit den Top 8 Drafts, obwohl sehr viele gute Spieler da waren, eigentlich nicht so einverstanden war von den Pick Orders her. Ich meine, Dragon Master Outcast so weit passen, finde ich einfach falsch. Auf jeden Fall anfangen. Das mal auch mit der keepbaren Hand, wo ein 3-3 Flüger into ein 6-6 Witchy Trample into Mind Control macht. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube es wirklich warten. Jetzt muss ich schnell überlegen. Ich warte so. Ich meine, es ist noch der Player, wenn er den 3-2er hat, haben wir immer noch die Option, mit ihm abzutraden. Und wenn er keinen 2-Drop hat, ist die Line, glaube ich, klar besser. Okay, gegen das ist auch besser. Er war auch ganz okay dran gewesen, halt. Okay, jetzt hier. Das finde ich relativ einen interessanten Spot. Aber ich glaube, es ist richtig abzutraden. Es ist passiv gespielt, aber ich glaube, unser Deck hat so eine Late Game Power.
Und das ist so eine wichtige Karte für das Deck, dass wir uns doch erlauben können. Offensichtlich sehr schade, wenn er noch einen Spawn Splinter auf den macht, dann haben wir halt nicht wirklich Pressure. Aber ich glaube, unser Deck im Late Game zieht genug gut nach. Plus haben wir noch das Mind Control und noch einen potenziellen Halbschrieg gemacht, dass sie glauben, es ist korrekt, gegen ihren Ressourcenkampf zu gehen. Jetzt kein Bones. Also, meine, wenn er dann erkannt wird, dann stirbt er einfach. Okay, oder er doppelblockt. Wenn wir jetzt das Land ziehen, dann ist er ziemlich tot. Außer das. Da hätte ich gesagt, wenn wir nicht uptraden, weil er ein relativ gutes Target für uns Influence ist. Und auch wenn er das Bone Splinter macht, gehen wir halt auf 16. Ich glaube, das können wir verkraften. Und ich glaube, er wird doppelblocken. Das muss auch noch gesagt sein. Okay, das ist alles gleich. Da holen wir jetzt übrigens den zweiten Forest und nicht das rote, weil wir schon einen Druid draussen haben. Und wir doch auch mehrfach grüne Karten im Deck haben. Doppelblau und so weiter haben wir alles nicht. Und wir haben schon grüne Karten in der Hand, aber das ist eigentlich nicht wirklich das Argument. Und da nehmen wir jetzt den. Greifen mit dem 6-6er an. Legt auch noch das Land. Ja, ich habe das Gefühl, viele von den Gegnern wissen nicht, dass er Trampel hat. Außer er will gerampt werden, aber. Da machen wir Sylvan Scrying noch und holen hier Spawning Bed. Wo jetzt denke ich auch ganz einen netten Value hat auf das Board. Okay, das ist alles gleich. Also gleich. Jetzt muss ich mir das schnell überlegen. Ich meine, was man kann machen, ist mit beiden anzugreifen. Er könnte zwei Handkarten von uns nicht. Ich gehe aber davon aus, dass er im Spot ist und er sich nicht erlauben kann, etwas rumzuspielen. Das heisst, was wird passieren, ist, er blockt den mit diesen beiden kaputt, nimmt zwei Damage und die trade immer ab. Er hat dann noch ein Token auf dem Board und mir ein Spawning Bed. Da schreibt jetzt gerade der Michel, aber dem kann ich jetzt gerade nicht antworten. Ich glaube, es ist absolut okay, jetzt hier abzutraden, weil er kann Bone Splinters immer noch ziehen und dann ist unser Board gar nicht mehr so toll gegen das, was er macht. Plus, wie gesagt, wir haben immer noch sehr gutes Late Game im Deck und sein Deck mit keiner Kreatur auf dem Board, glaube ich, ist nicht allzu beeindruckend. Und für den ersten Threat, den bei ihm angreift, haben wir immer noch einen Sheer Drop. Aber da seht ihr genau das Problem von dieser Karte. Wenn man so ein bisschen on pair ist oder ein bisschen vorne, macht sie einfach nicht wirklich was. Okay. Er hat eigentlich unsere sehr gute Draw jetzt relativ gut können abwehren. Hat auch gute Spelldichte, aber ich glaube, wenn wir so anfangen, ist unser Deck einfach im Late Game bevorzugt. Forest ist nicht unbedingt eine Karte, die uns im Late Game bevorzugt. Hätte jetzt auch nicht zählen lecken, das war ein Fehler, weil es gibt eine Discard 2, die uns in diesem Spot stören würde.
jetzt nehmen wir Plus, ich habe noch so viel Lärmfallindex, das war auch noch schlecht. Das ist ein guter dran. Hier Enchantian Forest. Jetzt wirkt es wieder ziemlich stark nach Turn. Bla bla bla. Ist mir aber in dem Spot gleich, wenn er es braucht. Ich meine, was kann er machen? Da eben auch und hier Doppelblocken. Mein Gott. Ich glaube, es hat auch hier Uptrade, ist völlig gerechtfertigt. Erstens, weil wir 2 zur Glocke haben. Zweitens, weil wir ihm nicht, wenn es Mana geben, wo er potenziell noch irgendeinen Spoiler rauslassen könnte, wie der 2-3-4 Schuss oder was auch immer. Gut, vielleicht hat er auch selber Länder auf der Hand gehabt und hat sich wegen der Landfaller Slowroad Deck jetzt speziell in Draw 3 hat sich ziemlich mächtig angefühlt. Wenn man so eine Kurve leitet, glaube ich, ist etwas vom Besten, was man machen kann im Format. Offensichtlich lucky war, dass die Landverteidigung so geklappt hat. Aber nach Mulligan auf 4 und noch eins Mulligan, glaube ich, darf man auch mal Glück haben. Also bis zur Runde 2.